Wir kommen zur Jetztzeit. Feuerwehr Jung Zumrau, die aktive Jugend, die aktive Jugendgruppe von 2011 bis heute. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten und er hat natürlich einige Helferlein mit, unseren momentanen Jugendbetreuer, den Jürgen Bröll. Ja, Jürgen, ja. Ich würde dich bitten, gib uns jetzt ganz einfach einen Einblick. Wir haben jetzt viel gesehen, wie ist früher gelaufen, wie ist irgendwo im Mittelalter, sage ich mal, vor den 50 Jahren, gerannt. Naja, und wie schaut es ganz einfach jetzt aus? Bitte, Jürgen. Ja, danke, Gocki. Grüß dich auch von meiner Seite, natürlich. Ich überdenke, ich bin ein bisschen Hosenscheiße, nicht mehr die Kinder selber laufen, dass ich da nicht so meine Angst zu umkommt. Nein, Spaß beiseite. Wie eben schon gesagt, ich bin mittlerweile seit 2011 Jugendbetreuer und muss ganz ehrlich sagen, es macht richtig Spaß. Ich sage es immer wieder, es scheint im Jugendbetreuer sei es einfach. Andere sagen es vielleicht nicht so, andere Jugendbetreuer, für mich ist das so. Von so einer Jugend kannst du gleich mit 10 Jahren bis 16 Jahren. Also da hast du von noch Kind bis hin zum hubertierenden Jugendlichen, der das eh glaubt. Weiß sowieso alles besser. Und kann mich auch zurückerinnern, ich war so immer in der Zeit. Ist so. Macht die Sache ganz spannend. Wie man da sehen kann, wir sind zurzeit in der glücklichen Lage von 30 Feuerwehrjungsmitgliedern, was wir haben zurzeit. Ist eine wirklich schöne Anzahl, da kann man sich sehen lassen. Und die 30 Kinder, Jugendlichen bei Laune halten, ist natürlich nicht immer einfach, aber es gelingt uns ganz gut, weil in so einem Feuerwehrjugendjahr ist immer was los. Was da jetzt los ist, zählen euch jetzt die Kinder ein bisschen selber erzählen. Wir fangen an, aufgestellt sind sie wie bei den Fürbitten in der Kirche. Aber fangen wir unser Feuerwehrjugendjahr mit was, Florian? Mit dem Wissenstest und der Erprobung, oder? Stimmt, also wir fangen da an Ende Jänner meistens zum Üben für Erprobung und Wissenstest, dass wir dann alle Fragen wissen. Gibt es öfter schwierige Fragen oder sind alle einfach? Zum Beispiel, wie heißt der Landesfeuerwehrkommandant? Und was ist so eine Frage? Wir lernen eigentlich recht viel, darum sind die Fragen recht einfach, nur ab und zu verlässt uns halt die Konzentration. Warum genau die Frage mit Landesfeuerwehrkommandant? Da hat sich eine lustige Geschichte gegeben. Man sieht es rechts am Bild, da gibt es immer einen schriftlichen Teil und da war immer eine Frage, wie heißt der Landesfeuerwehrkommandant? Und da hat es Florian, da hat die Konzentration kurz nachgelassen, er hat ein paar Versuche hingeschrieben und wieder durchgestrichen, wie man es vor dem Fall noch gesehen hat. Und überblieben ist dann nicht Wolfgang Kranzständer, sondern Herbert Grönemeyer. Ich war dann heuer im Jugendlager war ich hier geschlagen. Ist eben der Wolfgang, ist immer nach der Eröffnung ist dann Jugendlager, ist er durch die Zeltstadt durchgegangen und bei uns an Zelt stehen bleiben und dann habe ich mir zugequält und gesagt, Florian, hast du nicht dem Wolfgang was zu beichten? Und dann ist sogar Florian kein fast jeden Zumrad, dann ist sogar der mal ruhig geworden. Und der Wolfgang Neigel wird sagen, ja, Wolfgang Krangenznachen, Florian, du weißt nicht Landesfeuerwehrkommandant, dann warst du der ganz berühmte deutsche Sänger. Der Wolfgang hat sich dann den Florian hergenommen und hat gesagt, alles kann man, beziehungsweise muss man nicht wissen. Genau. Dann geht's weiter, mit was geht's weiter, meine ich? Da muss ich auch schon aufschauen. Also nach dem Wissenstest war das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen gut. Genau, also das hat sich seit, also vor 50 Jahren hat es nicht gegeben, es hat es auch vor 30, vor 20 und vor 15 Jahren nicht gegeben. Das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen gibt es mittlerweile seit 2008 und eben seit 2014 in der bestehenden Form, wie es jetzt ausgeführt wird. Manuel, kannst du uns das kurz erklären, was du alles wissen wirst, weil mir das ist gar nicht mehr so ohne. Also grob zusammengefasst ist es eigentlich so eine Matura für die Feuerwehrjugend und dass man dort einmal teilnehmen kann, braucht man mal 5 Erprobungen. Und 3 Teilnahmen am Landesbewerb, den muss man in Süwag absolvieren. Und man braucht da das Wissenstestabzeichen in Gold. Und wenn man mit dem Zeug eigentlich, also mit dem Zeug hat man bis 2014 eigentlich schon das Abzeichen gekriegt, aber seit 2014 braucht man halt auch die Prüfung. Bei der Prüfung geht es um Sachen wie zum Beispiel um die Erste Hilfe,
dann über Planspiele oder man muss es ansagen, wie man die Werksgruppen selber wissen oder wie man richtig absperren selber. Und neben der Zeit gibt es ja da Theorieteil, wo man einfach Sachen wissen muss über die Feuerwehr selber und über den Stadt. Genau, also das Abzeichen ist wirklich, also für Jugendbündnisse, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch als Jugendbetreuer. Jeder, der was mit Bewerbsgruppen gelaufen ist und irgendwann in der Anfangsstelle mal die Silbernummer gelernt hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist. Die Kinder müssen das kennen. Wie der Manuel richtig gesagt hat, beim Absichern von Verkehrsunfällen zu Sachen, es ist wirklich schon eine Vorstufe zum Aktivstand, ist ein sehr interessantes Abzeichen. Und das haben wir seit 2014, wie man da sieht, 2014 sieht man nicht, das hat der Herbst. Julian war der Erste, was das gemacht hat, 2016 die Katrin und die Altenstraße der Mara und im Heil 2017 der Manuel und der Bibo von Bastian. Das ist Applaus für die Gratulation. Ja, nach der Theorie, Flora, was tun wir nach der Theorie? Geht es zu der Bewerbssaison? Wie oft üben wir für Bewerber und wie viele Kinder sind wir circa? Also wir üben im Durchschnitt einmal pro Woche und wir sind ziemlich viel bei der Übung. Und wir sind so 14 bis 18 Kinder. Genau, also das ist im Schnitt gesagt, so 14 bis 18 Kinder. Also ich kann mich heuer an Übung erinnern, da waren wir 26. Dann stehst du mal da als Jugendbetreuer und als Helferin. So, jeder weiß, 9 Kinder Hindernis laufen, 9 Kinder Schaufellauf laufen und dann bleiben aber nur 8 über. Und jeder weiß, wenn du dein Kind nicht über beschäftigst, dann beschäftigst du dich. Aber wir schaffen das ganz gut. Und da ist eben auch das Wichtige, dass wenn die Kinder das beibringen, dass nur das Miteinander geht, Disziplin. Und dann kann man auch miteinander Spaß haben und einen Erfolg haben. Und das Schöne ist eben, wie wir jetzt bei den letzten Rednern schon gehört haben, wie man sieht, da 2014, wir laufen eigentlich wirklich recht viele Jahre jetzt nicht gegeben haben, wo man nicht mit zwei Gruppen alle Bewerber gerannt sind. Heuer zum Beispiel beim Abschiedsbewerb in Lebertschlag sind wir seit langem wieder mal mit drei Gruppen am Start gewesen. Und das wirft dann schon, also das Kinderscheinclub gab bei den Bewerter, andere Feiern und Jugendgruppen und da kann man schon stolz sein. Ist für einen Jugendbetreuer öfter scheinbar wie ein gewonnener Pokal, gut gewusst das selber natürlich auch regelmäßig schaffen. Flora, was war letztes Jahr, besonders für dich als Mädchen, Highlight? Also wir sind bei ein paar Bewerber mit einer reinen Mädchengruppe drin und wir haben sogar ein paar Burma-Gruppen geschlagen und das war halt voll cool. Genau, das ist, wie ich schon gesagt habe, also auf sowas kann man stolz sein. Vielleicht seit letztem Jahr gibt es immer bei Landeswehr eine reine Mädchenwertung, da sind wir im Bronze und Silber. Ja, hätte war ich auch nicht. Wenn wir in Silber die 10 heißen nicht gehabt, dann wären wir sogar Landessieger gewesen. Ganz egal, wir haben das erst beim Anfang irgendwann haben wir es kapiert. Halt. Cool, wenn man anders sieht, wenn, ja. Ganz egal, wir haben Spaß und das ist das Wichtigste. Ja, als Abschluss dann zu der Bewerbssaison geht es weiter. Wir versuchen, dass wir jetzt auf ein Jugendlager fahren. Wo war das Jugendlager her? Heuer war das Jugendlager in Kirchschlag. Genau, richtig, Matthias. Voriges Jahr waren wir zum Beispiel in Horbach gekommen, in Ulrichsberg. Für alle, die was nicht wissen, Matthias, kannst du das kurz erklären, was man da 3 Tage auf so einem Freiwilliger alles tut? Kurz gesagt, Spaß haben, Spiele spielen, Action, Baden, Disco, wenig waschen und nur weniger schlafen. Das stimmt, ja, wenig waschen und nur weniger schlafen. Und was noch angefügt wird, so, da sieht man zum Beispiel Klettergarten, wie wir waren, zu dem wenig Baden, also 2015 zum Beispiel, Bauschneiderteig sagt vielleicht ein paar was, oder heuer eben, weißt du, ob er das gerade hat, das war zum Beispiel Bauschneiderteig, und heuer. Also die Kinder gehen da ein Gewässer rein, liebe Hütte, wo es vielleicht bei euch nachsagen werden. Also, aber wenn man da sieht, mit ein bisschen einem Gruppenzwang und Überredung und einem kleinen Schubser, dann geht jeder rein. Und man sieht, mittlerweile kannst du sogar schon über Wasser laufen, so perfekt ist das. Ja, da. Genau, dann geht's weiter. Mit was geht's weiter? Im Jugendjahr, beziehungsweise wie bist du eigentlich zu der Idee gekommen, dass du. Willst du immer schon Feuerwehrmann werden? Oder wie bist du denn auf die Idee gekommen eigentlich? Also? Eigentlich war es schon ziemlich klar, weil beim Ferienboss hat es mich schon ziemlich interessiert. 10 bin, dann war es schon klar, dass ich hingehe. Genau, das ist schon der nächste Punkt, das ist eben bei der Jugendjahr die Ferienpassaktion von der Gemeinde. Wir nutzen das eben immer als Mitgliederwerbung für unsere Feier und auch für alle Feier in der Gemeinde.
Er kommt sehr gut an, wir stellen ihm da die Geräte vor, was wir alles haben, die Feierarten, dass wir vor einem Übungsplatz mit ihr, die können gleich mal üben. Und wie man da sieht, also wirklich die letzten Jahre, wir sind immer zwischen 40 und 50 Teilnehmer, was da Kinder da sind, und das ist ja eine feste Sache. Zum Schluss gibt es ja eine riesige Schaumbatte. Ich weiß nicht, war das Foto jetzt von Leon schon, von Fossenbach. Also, da steht natürlich schon, da kannst du den Feierpost eigentlich schon schreien. Ja, Jakob, im Herbst ist es ein bisschen ruhiger, wenn es der Gemeindebewerb dann immer zur Schule anfangen, dann treffen wir uns schon regelmäßig, machen diverse Übungen, so theoretisch schauen sich die Fahrzeuge genauer, was haben wir mit. Aber schlussendlich kommt bei der Feierjugend eigentlich das Christkind leid. Nein, das Christkind kommt nicht, aber wir haben jedes Jahr eine Weihnachtsfeier, wo wir die gewonnenen Pokale verlosen und immer gut essen, Spieler spielen und immer viel Spaß haben. Genau. Da sieht man, das große Festmahl ist das also über zum Schluss. Heute waren wir zum Beispiel Stockschießen. In dem Zuge von der Weihnachtsfeier haben wir einen würdigen Rahmen auch, werden wir vom Kommandanten dann die Feuerwehrleistungsabzeichen von Bronze und Silber, die was erreicht werden, übergeben. Was ist dann nur ein wichtiger Punkt der Feuerwehrjugendjahr? Das Friedenslicht. Genau, das Friedenslicht ist eben neben dem Sinn von Friedenslicht selber, der Josef hat das auch schon gesagt, wie das seine Wege gefunden hat. Es ist auch für uns als Feuerwehrjugend neben dem Verkauf die Maibaumrose eine sehr gute Einnahmequelle für uns Feuerwehrjugend. Also das Geld, was da von der Dorfbevölkerung kommt, das kommt wirklich rein die Kinder zugute und wir können sie eben da Verpflegung bei der Bewerbe kaufen, diverse Veranstaltungen machen und das ist super. Ich sage dir wirklich großes Danke an die Dorfbevölkerung, dass sie uns da immer so wirklich großartig unterstützt. Wir haben heuer einen Teil von dem Friedenslicht Spenden gespendet und das Projekt Volle Mutters für was Gutes von Auer Christian, was er der Gottgerst gerade schon gesagt hat, vom Viertel 8000. Und wirklich danke und unterstützt uns weiterhin so. Ja, Marlene, was machen wir sonst noch unter dem Jahr? Jetzt haben wir die Feuerwehrsachen ein wenig aufgezählt, aber wie wollen wir uns sonst planen? Einiges zum Beispiel, wenn noch beim Feuerwehrhaus und da vorne ist Aquapulco. Wir schauen uns ja jedes Jahr die Generalprobe der Theatergruppe Neubach an. Wir waren heuer in der Landesfeuerwehrschule und Landesfeuerkommando und wir spielen dann regelmäßig die Sommerrollbrust. Genau, richtig. Also, wie gehört, es ist immer was los, wir schauen, dass sich immer was tut, weil dass man 30 Jugendliche da sitzen hat, Kinder da sitzen hat, ist es ja gar nicht mehr so leicht. Also früher, wie der Johnny gesagt hat, ja, es hat ja nichts gegeben. Heutzutage kann man Judo kämpfen wie der Jakob, man kann rennen, man kann Tennis spielen, man kann Fußball spielen, man muss es spielen, alles. Jeder Verein wirbt um einen Nachwuchs, weil jeder Verein braucht den Nachwuchs. Und es geht noch miteinander, ich sage auch immer, es gibt nicht nur Pfeife allein, es sind genauso andere Vereine und es ist im Sommer auch schön im Tennisverein, das haben wir wirklich sehr gut. Es sind sehr viele Kinder da doppelt besetzt und das zeigt schon von einer guten Dorfgemeinschaft und darüber hinaus mit Fußballverein, Musikverein, das ist eine super Sache. Und nachfügt zu dem mit der Sommerauerpost, ja, das heißt immer, die Post bringt allen was, in Sommerau bringt auch die Feuerwehrjugend allen was. Und zwar tragen wir jetzt schon seit Jahren die diverse Flugzettel von der Feuerwehr aus und auch jetzt seit einigen Jahren, wie das Postsystem umgestellt ist, dass nicht mehr am zweiten Tag die Post kommt. Wenn Dorfbewohner eben verstorben sind, dann die Benachrichtigung und die Sterbezettel werden ebenfalls von der Feuerwehrjugend austragen. Es ist ab und zu, ja, man schreibt da aus, das geht wirklich heutzutage super mit WhatsApp, man schreibt das aus, ob Zeit, Kinder innerhalb von einer 3-4 Stunden sind die Zettel im ganzen Dorf draußen und da sieht man so Zusammenhalt, sie haben eine Verantwortung, weil jeder Ziel soll in jedem Haus kommen, sonst wir aus dem Haus nicht Bescheid. Und da bin ich wirklich stolz auf die Kinder und super, dass wir wirklich so eine große Feierjugend haben. Zum Schluss möchte ich jetzt alle, was wir da sind, auf die Vorderbühne holen, das sind jetzt alle 6 die Aktiven, ein paar haben sich entschuldigt. Und ich möchte ein Danke sagen meiner Jugendhelferin, der Andrea, die was mir seit 2014 wirklich Danke hat, die unterstützt. Thank you.
geschätzten Damen und Herren, die muss man noch ein bisschen führen, weil die sind alle größer wie ich mittlerweile. Ja, unsere aktive Feuerwehrjugend von Zomerau, jetzt seht ihr es, so schaut es aus, die Mädels und Burschen. Ja, Jürgen, herzlichen Dank, du bist der richtige Mann für unsere Feuerwehrjugend. Du hast einen idealen Draht dazu. Ja, die Eltern möchte nicht unbedingt die Hoffnung nehmen, aber es kommt an mir, Sophia, meine zwei Töchter sind ja auch dabei. Dir folgt es oft ein bisschen mehr wie der Mann. Ja. Aber danke, Jürgen, für deine Arbeit. Super, wie du das machst. Ich glaube, liebe Kinder, der Jürgen hat sich jetzt mal einen ausgezeichneten und riesen Applaus verdient. Gell? Von mir kriegst du nicht nur einen Applaus, sondern von mir bekommst du auch diesen Jubiläumswein. Jürgen, Dankeschön und mach bitte so weiter. Super.